Am 25. November informierten der Warnow Wasser- und Abwasserverband sowie die Nordwasser in Rostock über vorgenommene Beschlüsse. Diese wurden tags zuvor auf der Verbandsversammlung des WWAV gefasst. Es ging um das Investitionsprogramm der kommenden beiden Jahre. Ulf Altmann, technischer Geschäftsführer von Nordwasser, berichtete über aktuelle Entwicklungen und Projekte. Im letzten Jahr haben wir dann 38,8 Millionen investiert und das macht uns schon stolz, dass wir das geschafft haben. Denn das Jahr war ja wirklich schwierig mit allem, was ringsrum auf uns eingeprasselt ist. Schwierige Situationen, alle Folgen auch, die auf uns zugekommen sind. Insofern haben wir es sehr gut abgeschlossen und für die Zukunft haben wir aber auch viele große Themen. Vielleicht, wenn ich eins nennen kann, das ist die Entwässerungsleitachse, die wir planen. Fritz-Reuter-Straße runter, kommen letztendlich dann vom Ulmenmarkt und gehen bis runter, um dort auch auf zukünftige Starkregenereignisse eingestellt zu sein. Es gibt beispielsweise auch einen Starkregenberater, der die Stadt Rostock resilienter machen soll für die Zukunft. Der WWAV und Nordwasser halten an ihrem Strategiepapier fest. Über 80 Millionen Euro werden in den kommenden beiden Jahren in die Zukunftsfähigkeit der Netze und Anlagen investiert. Positive Nachricht, der Warnow Wasser- und Abwasserverband hatte im Januar 2022 neue Gebührensätze beschlossen, die im kommenden Jahr unverändert bleiben werden. Wir können die erfreuliche Information rüberbringen, dass die Gebührensätze des Jahres 2022 auch im nächsten Jahr gelten. Das heißt, im Bereich Trinkwasser und Abwasser ändert sich nichts für die Kunden. Die Branche steht aktuell vor großen Herausforderungen. Die Krisen müssen gemanagt werden. Wir merken einfach infolge Corona und Ukraine, dass wir einen angespannten Beschaffungsmarkt haben. Das sehen wir insbesondere bei den Rohhilfs- und Betriebsstoffen. Das sehen wir bei den Chemikalien. Das sehen wir aber auch bei vielen Materialien. Das sehen wir in der Automatisierungstechnik. Wir haben in vielen Bereichen eine erhebliche Preissteigerung und wir haben leider auch oft Lieferverzögerungen, Lieferengpässe. Bis jetzt bekommen wir alles, aber es kostet auch unserem Team wirklich viel, viel Energie, alles zu beschaffen. So sind substanzielle Chemikalien derzeit kaum zu erhalten. Natronlaugen für die Trinkwasseraufbereitung werden knapp. Die Lage sei schwierig, aber nicht dramatisch, so die Experten. Der Warnow Wasser- und Abwasserverband ist Träger der öffentlichen Wasserversorgung und zuständig für die Abwasserbeseitigung in Rostock und Umgebung. Die Nordwasser GmbH betreibt als kommunales Unternehmen im Auftrag des WWAV die Anlagen und Netze zur Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung. Mit etwa 310 Mitarbeitern versorgt die Nordwasser rund 270.000 Einwohner sowie Industrie und Gewerbe mit Trinkwasser und bereitet das entstehende Abwasser auf.